So, und ich würde sagen, jetzt suchen wir uns noch den Alchemisten. Ich glaube zu wissen, wo der rumgammelt. So, ein bisschen nach Nordwesten müssen wir. Da war das, glaube ich, da fliegt er irgendwo mit seiner... Also, schwebt er irgendwo in der Luft mit seiner... Mit seinem Labor hier. So. Irgendwo hier im Nordwesten, nördlicher Bereich, gammelt dem seine kleine Kuppel rum. Also ist eigentlich auch eher etwas, wodurch man auf wo man durch Zufall drauf trifft. Ah, was haben wir da? Ein Stein. Oh mein Gott, ein Stein! Na, ich bin mir relativ sicher, dass es hier war. Hm. Wo sind wir denn? Oh, ein bisschen mehr nach Westen. So weit im Nordosten war er dann doch nicht, glaube ich. Hm. Den werden wir schon finden, irgendwann. Den findet man immer irgendwie. Es ist relativ offensichtlich, wenn man in diesem weiten Himmel dann auf einmal, ja, so ein Häuschen fliegen sieht. Wenn man es denn tut. Nur irgendwie will das gerade nicht der Fall sein. Ich war mir immer relativ sicher, dass er hier im Norden rumdüst. Hm. Okay, vielleicht sind wir auch zu weit im Norden jetzt. So, mal ein bisschen mehr nach Süden. Ah, 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 da haben wir's. Da haben wir's. Ja, Mann. Komm, flieg. So, ein Wunder, toll. Wunderbar, freut mich. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich dem seinen Namen ausspreche. Ja, ich will das nicht angucken, ich will mir die Gem holen. Ja, Mann. So, was haben wir das? Was haben wir da jetzt? Es sieht aus wie eine Art Energiequelle, glaube ich. Hey, wie mache ich da was vor? Ich habe keine Ahnung, wozu dieses Ding ist. Gut ist. Ups. Ja, hier haben wir den guten Alchemist. Sieh mal an. Ich hätte nie gedacht, dass mich hier draußen jemand besuchen würde. Mein Name ist Alchemist. Ich bin auf diese Insel gekommen, um meine Studien über verschiedene Arzneiarten zu vertiefen. Du bist allein auf dieser Insel, um zu studieren? Das ist ziemlich seltsam. Haha, du hast wahrscheinlich recht. Seit meiner Kindheit halten mich die Leute für seltsam. Ich habe immer Fragen gestellt. Warum treibt Wasser auf der Oberfläche, wenn es gefriert? Warum ist der Himmel blau? Gute Fragen, by the way. Die sollte man als Kind stellen. Zumindest das mit dem Wasser und Eis und so. Aber das wirft eine andere Frage auf. Was bringt dich überhaupt auf diese Insel? Möchtest du meiner Mannschaft beitreten? Gute Idee. Ich wollte dich eigentlich darum bitten, dich meiner Mannschaft anzuschließen. Wir benötigen einen Arzt. Haha, ich bin kein Arzt, ich bin Apotheker. Ich studiere Arzneimittel und so weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr mich mitnehmen wollt, aber ich bedauere, ich kann nicht mit euch gehen. Mitgehen? Warum nicht? Du sagtest, dein Name ist Weiß, nicht wahr? Ah ja, worüber möchtest du denn jetzt sprechen? Möchtest du meiner Mannschaft beitreten? Aha, ich bin kein Arzt. Ich freue mich sehr, aber ich kann nicht mit... Ah, warum nicht? Irgendwas brauchen wir, damit der sich freut. Nichts Besonderes. Wir waren nur auf Entdeckungsreise und beschlossen, uns ein wenig auf der Insel umzusehen. Haha, ich lebe schon seit fast 10 Jahren auf der Insel und ihr seid meine ersten Besucher. Ich habe nichts anzubieten, aber ihr könnt mich gerne jederzeit besuchen. Es ist schön, ab und zu eine andere Stimme zu hören. Na, ich weiß nicht mehr, wie der uns beitritt, aber irgendwie... Ups. Irgendwie ist es möglich. Ich glaube, wir brauchen eine bestimmte Arznei in dem Moment. Irgendwas Besonderes braucht er schon. Ah, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Sagt er uns vielleicht was dazu, wenn wir uns hier umgucken? Na, ich glaube nicht, ne? Okay, das gucken wir uns jetzt mal an. Mist. Dieses seltsame kleine Objekt sieht klein. Sieht aus, als wäre es das Herzstück aller Maschinen in diesem Raum. Hm, wozu wird es wohl benutzt? Hier sind so viele Sachen drin, die mir neu sind. Ich sollte besser nichts anrühren. Das ist eine gute Idee. Kann ich das Bücherregal hier antatschen? Nö. Ja, der gute Alchemist. Irgendwie kriegen wir es hin, dass der mit uns geht, aber ich weiß gerade nicht mehr... Nein, da rumdrehen, ja. Aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Das ist schade. Naja, wird schon irgendwann schief gehen. Na, können wir hier noch was gucken? Wozu diese Maschine wohl dient? Da ist ein gut polierter Moonstone drin. Aha. Naja, okay. Das war's dann auch schon mit Alchemists Insel. Toll, dass wir ihn hier rekrutiert haben.
Na gut, wenigstens ist die jetzt auf der Karte markiert. Das ist schon mal viel wert, ne? Ich wollte das verifizieren. Ja, Ilshimis Island, genau. So. Dann werden wir jetzt noch was anderes machen. Und zwar kurz mal nach Westen fliegen wieder mal. Da dürften wir einen Giant Looper finden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wäre dann halt eben, ja, ein Giant Looper, ne? Was soll ich groß dazu sagen? Ein großer, riesig großer Looper, den wir in einem Luftkampf zerbatschen werden, glaube ich. Aber da muss ich jetzt auch nochmal gucken, ob wir den denn finden werden. Weil bei den riesigen Bestien bin ich mir nie so ganz sicher. Es gab, glaube ich, diesen Tintenfisch, dann gibt es noch einen riesen Vogel, die riesen Spinne da und ich glaube, diesen riesen Looper gibt es. Eigentlich. Eigentlich in dem Gebiet hier. Okay, wir sind ja noch nicht wirklich drin. Wir haben ja hier noch einen relativ großen Bereich abzudecken. Und der tanzt hier, glaube ich, irgendwo rum über den Wolken, oder? Oder tanzt er unter den Wolken rum? Ja, wenn er unter den Wolken rumtanzt, ist es natürlich blöd, weil wir da wieder auf massig Random-Kämpfe stoßen. Aber, naja. Ich dachte wirklich, dass er hier rumtanzt. Dann können wir nämlich direkt gegen den kämpfen und haben eine weitere Riesenbestie besiegt. Ja? Okay, ich glaube, der tanzt unter den Wolken rum. Gucken wir mal. Na los, runter da. So, da sieht es jetzt eher mal trist und leer aus. Ah, da haben wir ihn. Sehr schön. Ja, Mann, Mega Looper! Tja, meine Erinnerung ist doch wunderbar. Ach, der gute Looper. Ich mag Looper. Das Vieh ist stylisch. So, ich weiß aber nicht, inwiefern der auch abhaut. Das ist das. Wir werden jetzt trotzdem mal ganz frech draufschießen. Und ansonsten ein bisschen, ja, Fokus aufbauen. Ja, das habe ich mir gedacht. Die Kugeln sind zwar durch ihn durchgeflogen, aber hey, was soll's. Oh nein, der baut auch Sprit auf. Das ist immer das Nervige an den Loopern. Treffen. Wenigstens hört es wieder ein bisschen gute Musik dazu. Was? Ach stimmt, der hat ja verschiedene Ringe. Der springt zwischen diesen verschiedenen Ringen. Das war... Ah, das war die Spezialfähigkeit bei diesem Looper. So weicht er den meisten Angriffen aus. Relativ unschön. Okay. Wow, das macht sogar überraschend viel Schaden. Ha. Aber... Das ist nur ein Looper. Ich frage mich, wie viel Magieerfahrung wir kriegen würden, wenn wir den mit den Nahkampfwaffen umnatzen würden. Naja, und mir wurde letztens erst wieder klar, dass wir ungefähr durch die Hälfte des Spiels durch sind. Ah, vielleicht ein bisschen mehr. Ungefähr die Hälfte trifft's aber. Also es ist noch genug vor uns und ich frage mich gerade, ob meine vorgefertigten Thumbnails auch alle reichen werden. Naja. Wo taucht er denn jetzt auf, der Gute? Ach, der ist jetzt erstmal in Deckung gegangen. Ja, so viele Ringe, ist okay. Ja, unter der Wolkendecke ist er und... Ach, da ist er. Und bereitet sich auf einen Angriff vor. Mhm. Dürfen wir dir jetzt voll Möhre einen reinballern? Oh, eine Moonstone Cannon in der nächsten Runde. Das ist natürlich richtig geil. Da werden wir versuchen, volle Möhre reinzuballern. Incram? Incram, perfekt. Wie viele Runden? 2 Durchgänge, gut. So, was haben wir denn noch? Ryukan. Mit dem Kukulan kann er vorübergehend Attack und Defense, na? Power. Mit dem Kukulan kann er die Kosten für Spirit Points für einen Durchgang reduzieren. Das lohnt sich aber nicht. Wir kriegen gerade nur raus, was wir jetzt benutzen werden. Ansonsten müsste es ziemlich passen. Ja, ja. Okay. Mach du mal ein bisschen Spirit. So, nächste Runde gibt es dann volle Möhre. Brutale Action. Habe ich vielleicht einen Torpedo falsch gesetzt? Könnte sein, ne? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe den einen Torpedo falsch platziert, oder? Oder habe ich beide falsch platziert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist gerade ein bisschen unschön. Naja. Egal, wird passen. Wenn wir den mit der Moonstone Cannon treffen, ist es wahrscheinlich rum. Ja, boom! Das sind wir schon mal gut gebufft.
Ich verstehe zwar jetzt gerade die Logik nicht, wie man so ein Schiff buffen kann. Ja, wenn man da die Motoren ölt und so und alles richtig geschmiert ist, dann geht das wahrscheinlich besser und schneller und so. Aber, ja. Wie machen auf einmal hier die Torpedos dann? Das ist, it's magic. I ain't gotta explain shit. So. Ist Magie. Nicht das Gewürz. Nein, nein, der Zauber. Magie. Magic. Und da ist er wieder in seinem neuen Ring. Mann, ey. Ich will auch so tolle Ringe haben können. Ja, da haut er wieder ab, du Schisser. Ist doch nicht wahr. Na? Egal. Der Moonstone Cannon wird er nicht ausweichen können. Außer wir dürfen sie natürlich nächste Runde nicht schießen, weil er irgendwas Spezielles macht, der Looper. Ich frag mich, ob der verdammt viel Gold gibt. Oh ja, yeah, wir haben richtig gezielt. So muss das sein. So, dann gleich noch ein Torpedo. Ja, komm, noch ein Torpedo. Und du schießt mit der Yamato Spirit hinterher. Und du schießt die Arc-Kanone hier. Komm schon. Bam. Drei Torpedos und eine Moonstone Cannon. Mal gucken, wie viele Torpedos treffen werden. Mit Buff, also das müsste eigentlich reichen, wenn da wirklich alles treffen würde. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, wir kriegen erstmal einen Looper-Ring ab. Egal, unser Schiff hält das aus. So, und jetzt volle Möhre. Moonstone Cannon auf dem Looper. Ja, Mann. Yes, man. 7000. 13000. Wow. Thermal Grease, Captain Stripe, Hexshell. Ein Captain Stripe, das ist schon mal geil. So, ja, dann werden wir das auch benutzen. Das ist falsch. So, Complete Kit, nein, Captain Stripe. So, zack. Hexshell, Barriere gegen Artillerie für einen Durchgang. Entwickelt von einem Meisteringenieur. Aha. Und wir hatten noch was bekommen, glaube ich. Oder war es nichts Besonderes? Hm. Was war denn das andere? War das Thermal Grease? Stellt Spirit komplett wieder her? Oh. Okay. Das ist ja natürlich minimal godlike. Ha. Okay, dann haben wir das hier jetzt auch vernichtet. Das heißt, wir fliegen mal hier eine Runde. Vielleicht kommt noch ein Random-Kampf, bevor wir auf die Wand stoßen. Da kommen nämlich vermehrt Looper in diesem Gebiet. Und ihr wisst, was das heißt. Massig Magieerfahrung und so ein Scheiß. Oh, mal gucken, ob sich meine Aussage jetzt auch bestätigt. Das wäre natürlich praktisch. Aber in diesem Gebiet tauchen halt eben vermehrt Looper auf. Ist ein relativ gutes... Seht ihr? Seht ihr? So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das, dass wir möglichst viele mitnehmen? Unser Lambda Burst bringt ja gegen die nix. Ja. Nee, was machen wir? Ah, das ist doof. Das ist echt schade. Ah. Wisst ihr was? Wir machen ein Schädelschild immerhin. Und ihr greift an, was geht. So. Falls sie uns nämlich normal angreifen, kontern wir wenigstens. Ihr seht, dass das ein mega Farmgebiet. Sobald wir 14 Punkte hätten. Seht ihr, was da an EP und Gold rumfliegt? Das ist nicht normal. Das ist massig, was hier rumfliegt. Einfach nur göttlich. Und? Komm, triff. Ein Konter trifft doch immer, oder? Ja, Mann. Das ist schon mal saugut. Zwei Looper, yes. Ah, nicht wegrennen. Komm, greif an. Greif schön an. Wenn die jetzt 4 Magieerfahrungen geben, Leute, dann wisst ihr, was wir machen. Scheiße, nur 2 Stück. Komm, du bleibst da, oder? Oh. Das ist natürlich jetzt unschön. Egal, wir haben schon mal 2 Stück erwischt, das ist gut. Wer schläft alles ein? Ja, Mann, nur einer. Na dann. Ach, du bist noch dran. Ha. Gut gemacht, Auric. 3 Looper haben wir erwischt. Gucken wir mal, was wir kassieren.
be thankful for our safety. Ah ja, klar. Safety first. 800 EP, 3 Magieerfahrung, 2000 noch was Gold. Für 2 Looper. Für 2. Wir haben gerade mal 2 Looper getötet. Ne, 3 Looper getötet. Also, die geben massenweise EP und Gold. Werden wir noch einen Kampf mitnehmen? Vielleicht machen wir einen Hinterhalt. Gucken wir mal kurz. Ja, komm, das muss doch funktionieren. Komm, wir wollen mal einen Random-Kampf hier. Nicht so geizig jetzt. Hui, wir fliegen auch hoch und runter. Na los. Komm schon, plopp auf. Da will man mal einen und dann passiert nichts, ne? Hallo, ho. Aber wir könnten auch die schwarze Karte ausrüsten, theoretisch. Oder so. Mit der schwarzen Karte provozieren wir ja vermehrt Random-Kämpfe. Komm, Hinterhalt, 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 Hinterhalt. Nein, okay. Oh, so viele verschiedene Farben. So, wieder ein Schädelschild und ihr greift wieder an. Mal gucken, was bei rumkommt, ne? Ah, vielleicht sind da aber auch dann Looper dabei, die bis zu 4 Magieerfahrungen geben. Das könnte ja auch sein. Weil, ich weiß, ich glaube, die Weißen sind ja die Schwächsten und die Roten sind, glaube ich, schon ein bisschen stärker. Ich weiß gar nicht, wie stark die Lilanen jetzt sind. Aber wahrscheinlich sind dann doch eher keine 4 Vierer Magieerfahrungslooper dabei. Wahrscheinlich kommen die erst später, wenn sie überhaupt kommen. Oh, Silenus. Egal. Gegen Looper brauchen wir das nicht. Außer sie würden jetzt mit Eterni kommen. Was, glaube ich, auch irgendwann der Fall sein könnte. Haha. Das finde ich ja jetzt mal richtig fair. Oh yeah, noch ein Looper down. Das, glaub ich, sind jetzt, glaube ich, erst 2, oder? Naja, immerhin. So, dann mach jetzt mal Piratenzorn, Schwertregen, vielleicht kommt's ja... Oh, yeah, Mann! Und wenn wir das halt eben direkt machen können, würden wir einen Großteil der Looper mitnehmen und massig kassieren. Das ist saulustig, Alter, saulustig! 600 und 2400 Gold, also ihr seht, Gold gibt's da ganz schön gut. Ah, naja. Warte, 800 braucht der... der Richard? Der Richie? Nicht der Richie, sorry. Der Auric. Ich nenne nur gerne Richie. Nicht Richard. Richard war ein anderes Spiel. Ich wollte nur auf, ja, wegen dem Auric auf den Richie anspielen. Das mache ich manchmal gern. So, ja, wo geht's lang? Genau, wir müssten jetzt nach Valua unter den Kontinent und dort die Höhlen betreten. So, das machen wir auch mal gerade hier, der epischen Sturzflug. Unter die Grande Fortresse. Was haben wir denn da oben? Ach, ein Yellow Moon. Okay. So, die interessiert das nicht, dass wir hier mit der Delphinus rumfliegen. Jetzt ist es sowieso egal, da wir unter der Erde sind. Und da suchen wir uns halt eben... Ach, einmal können wir auch noch nach Valua selbst fliegen, theoretisch. Das interessiert nur kein Schwein und wir können da, glaube ich, nirgendwo anlegen. Also hier können wir zumindest nicht rein, das ist immerhin der imperiale Palast. Und ich glaube, in die Slums können wir auch nicht. Oder? Sieht zumindest nicht danach aus. Ah doch, Lower City könnten wir besuchen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da was ist. Oder noch wäre. Ich meine, Marco haben wir in der Gruppe und sonst war da wirklich niemand. Und Moonfish etc. waren da, glaube ich, auch nicht. So, wo haben wir es denn? Wo ist denn jetzt der Eingang? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, flieg weiter nach Osten. Okay. Machen wir, liebe Karte. Aber wie weit? Wo war der Eingang? Wo war er? Ah, da. War er hier? Oh, da sind Fische. Ah, und was habt ihr für eine Qualität? B, was haben wir denn da? Das sieht nach einer Entdeckung aus. Dancing Lights. Wow. Oh, was ein schönes Artwork. Ein natürliches Phänomen, das unterhalb des Valua-Kontinents zu sehen ist. Angeblich durch Elektrizität.